Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, liebe Seelenfreude-Challengerin, lieber Seelenfreude-Challenger. Wie geht's dir heute Morgen? Ich glaube, heute Morgen überbrücke ich mal ein bisschen die Zeit so ein bisschen hier, bis die ersten auch live mit dabei sind. Ich sehe, es sind schon welche live dabei, aber ich bin jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Ich finde dein Live-Video nie, komm immer erst so dazu, wenn du schon am Sprechen bist oder kannst mir nachher erst anschauen. Ich weiß, das wird nicht immer direkt angezeigt. Facebook ist da manchmal ein bisschen eigen. Das geht mir in anderen Gruppen, wo ich selbst drin bin und dann gerne an Livestreams teilnehme, dann auch so. Wo die Chance relativ groß ist, so von Anfang an dabei zu sein, ist, wenn du kurz vorher hier in die Gruppe kommst und dann immer die F5-Taste am Computer zum Beispiel drückst oder die Aktualisierungstaste an deinem Handy. Weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Ich mache das dann bei mir immer vom Computer aus. Das ist eine Variante, wo die Chance dann am größten ist, von Anfang an dabei zu sein. Liebe Hilke, einen wunderschönen guten Morgen. Und ansonsten, ja, manchmal ist da Facebook ein bisschen eigen. Ich habe ja vorgestern angekündigt, zu so jeden einzelnen Tag hier zu verlinken in so einer Gesamtübersicht, damit du jeweils nochmal nachschauen kannst und einzelne Videos anklicken kannst und dir die nochmal anschauen kannst. Ja, und das wollte Facebook dann gestern Morgen auch nicht. Also es ist mir bis gestern Abend nicht gelungen, da die komplette Übersicht nochmal ans Video anzuhängen. Mal schauen, vielleicht klappt es heute. Ansonsten werde ich das zwischendrin hier in der Gruppe immer mal wieder machen, damit du da eben auch den Überblick hast und dir nochmal was anschauen kannst. Weil die Livestreams, die lasse ich hier unbegrenzt in der Gruppe natürlich zur Verfügung. Okay, ja. Dann würde ich sagen, dann starten wir. Heute würde ich mich mit dir gerne um deine Zirbeldrüse kümmern. Unsere Zirbeldrüse, unser drittes Auge. Denn das ist auch etwas, was sehr, sehr hilfreich ist, wenn du dich auf dem Weg zu deinem Seelenplan begibst, zu deiner Intuition, zu deiner Wahrnehmung. Denn die Zirbeldrüse, unser sogenanntes drittes Auge, hat sich in den letzten Jahrtausenden von 3 Zentimetern in etwa zurückgebildet auf wenige Millimeter. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere telepathischen Fähigkeiten nicht mehr so nutzen können, wie zum Beispiel Urvölker, die Aborigines zum Beispiel. Deshalb sagen die im Übrigen auch, dass wir die veränderten Menschen sind. Wenn die sich irgendwo in der Dorfgemeinschaft treffen, dann brauchen die weder Handy, noch brauchen die Telefon oder sonst Post oder sowas, sondern das läuft über Telepathie. Die treffen sich zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo und ja, die brauchen nicht diese Hilfsmittel. Und deshalb sagen die zum Beispiel von uns, wir sind die veränderten Menschen. So. Jetzt ist nun mal Fakt, dass unsere Zirbeldrüse sich so zurückgebildet hat, die letzten Jahrtausende. Daran können wir nichts ändern. Das hat mit unseren Lebensgewohnheiten zu tun. Das hat auch etwas mit unserer Umwelt- und Strahlenbelastung zu tun. Deshalb mein kleiner Hinweis hier im Hinblick aufs Handy. Schau mal, wie du das Handy vielleicht tagsüber auch zwischendrin mal ausschaltest oder vielleicht mal zwischendrin auf Flugmodus stellen kannst, dass die Strahlenbelastung, die direkte, nicht ganz so groß ist. Wunderschönen guten Morgen, liebe Birgit, dass die Strahlenbelastung da nicht ganz so groß ist, dass du es vielleicht auch nie oder gar nicht direkt am Körper trägst. Das ist bei mir auch so ein No-Go, das direkt am Körper zu tragen. Und wenn du telefonierst übers Handy, schon gar nicht das Handy an den Kopf halten, sondern dann bitte über Kopfhörer, damit du es nicht direkt an deinem Gehirn vor allem hast, ja? Das aber nur so nebenbei bemerkt. Oder auch wenn du dein Handy als Wecker nutzt, das ist ja auch bei vielen so Usus inzwischen, dass du da bitte, bitte darauf achtest, dass du es dann nachts auf Flugmodus stellst, damit dein Gehirn nachts nicht auch noch im Ruhezustand gegrillt wird. Bestenfalls, wenn dir das möglich ist, auch WLAN noch nachts ausschalten in deinem Haus, in deiner Wohnung,
um da diese Belastung einfach ein bisschen zu minimieren. Wir leben nun mal im jetzigen Zeitalter. Ich will da auch nicht irgendwie rumklagen oder so. Es ist ja ein Segen auf der anderen Seite. Ohne Handy und Internet und Co. wären diese Dinge hier natürlich nicht möglich. Und da wollen wir ja auch alle nicht drauf verzichten. Wir können uns aber aneignen, ein bisschen sorgsamer wieder damit umzugehen. Okay? So, also das ist mit einer der Gründe, warum unsere Zirbeldrüse sich so zurückgebildet hat, warum wir unsere telepathischen Fähigkeiten, die ja durchaus noch da sind, nicht so einfach und frei nutzen können, wie es einfach mal vorgesehen war. Aber wir können mit verschiedenen Dingen, und da gebe ich dir jetzt gerne ein bisschen was mit auf den Weg, unsere Zirbeldrüse wieder aktivieren und ihre Funktion wieder, ja, nutzen. Also so diese telepathischen Fähigkeiten, mal noch als Hinweis für dich, damit dein Denker, dein Verstand, damit wir den auch mit im Boot haben. Das kennen wir meist mehr noch so aus dem Aspekt heraus. Die Erfahrung hast du auch schon gemacht. Du denkst plötzlich an eine Person, die du schon ewig nicht mehr gesehen hast, von der du gefühlt ewig schon nichts mehr gehört hast. Und plötzlich begegnet sie dir. Oder sie stellt dir eine Freundschaftsanfrage über Facebook. Oder sie begegnet dir nachts, morgens, wenn du beim Bäcker bist, im Einkaufen. Oder es liegt plötzlich eine Postkarte in deinem Briefkasten. Ja? Das hat schon was mit deinen telepathischen Fähigkeiten zu tun, die wir ja durchaus noch haben, aber wir haben es eben verlernt, die zu nutzen. Und wir machen gleich auch eine Atemübung, wie du deine Zirbeldrüse aktivieren kannst. Vorher möchte ich dir aber auch noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du sie einfach auch körperlich unterstützen kannst. Ein Tipp hast du ja schon gehört, Thema Elektrosmog, Umweltbelastung. Das zweite Thema ist, du kannst mal schauen, wie viel Fluorid du noch zu dir nimmst. Fluorid ist in erster Linie in unseren klassischen Zahncremes drin. Und ja, wir putzen uns ja in der Regel zwei, dreimal am Tag die Zähne. Und wenn du bislang noch nicht drauf geachtet hast, dann schau mal vielleicht, wenn du das möchtest, ob Fluorid in deiner Zahnpasta drin ist. Es gibt fluoridfreie Zahnpasten am Markt. Oder wenn du magst, mach's wie ich. Schon seit vielen, vielen Jahren stelle ich mir meine Zahncreme selbst her. Die simpelste und einfachste Variante, mit der ich angefangen habe, war einfach nur Kokosöl zu nutzen. Und später sind dann ätherische Öle dazugekommen, dann ist Zahnkreide dazugekommen. Also inzwischen habe ich so richtig eine klassische Zahncreme, die ich mir so zwischendrin einfach herstelle. Das geht ratzfatz. Aber ein Anfang wäre einfach auch mal für dich, wenn du noch konventionelle Zahncreme nutzt, zumindest auf fluoridfreie Zahncreme umzusteigen. Bei mir ist es jetzt weniger auch, also das Fluorid ist es natürlich auch, aber ich bin da auch ein bisschen chemiefrei unterwegs, soweit mir das möglich ist. Nicht ganz, das schaffe ich natürlich auch nicht. Aber ein weiterer Aspekt für mich ist auch, vieles selbst herzustellen und chemiefrei unterwegs zu sein, auch aus ökologischen Gründen, weil ich damit einfach auch so wenig wie möglich Müll verursache. Ja, weil die Zahncreme, die ist ja nun mal irgendwo auch in der Tube und da verursacht man eben auch Müll. Und auch noch ein kleiner Hinweis, wenn du noch eine konventionelle Plastikzahnbürste nutzt, dann vielleicht auch mal nach Bambuszahnbürsten Ausschau halten, aus ökologischen Aspekten, aber auch aus Aspekten im Hinblick auf deine Gesundheit, denn Plastik, ohne jetzt näher drauf einzugehen hier, ist ja gerade nicht mal das Förderlichste und indem du Plastik durch die Zahnpasta in deinen Mund machst, ja, nimmst du da entsprechende Schadstoffe auch natürlich immer auf. Okay. Das dazu. Was kannst du noch machen, im Hinblick auf die Zirbeldrüse körperlich jetzt einfach zu unterstützen? Du kannst deinen Körper entgiften, indem du zum Beispiel mal eine Darmreinigung machst, sei es mit Einläufen, sei es mit guten Kräutern, sei es auch mit Algen. Chlorella-Alge ist da sehr, sehr dienlich, um den Körper zu entgiften, aber auch Bentonit, das ist eine günstigste Variante, Bentonit und Zeolit,
Kannst du einfach mal googeln. Also ich will jetzt nicht auf die einzelnen Dinge hier in der Richtung eingehen, wenn dich das interessiert. Oder mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken. Da können wir gerne im Detail da mehr drauf eingehen. Okay. Was kannst du noch tun? Darmreinigung, Bentonitzeolit, Chlorella-Algen. Genau. Bitterstoffe. Bitterstoffe sind so elementar wichtig, jetzt nicht nur für unsere Zirbeldrüse, sondern für unser gesamtes Immunsystem, für unseren gesamten Organismus. Und Bitterstoffe hat man aus vielen, vielen Gemüsesorten auch zurückgezüchtet, rausgeholt, manipuliert, offiziell mit der Begründung, dass es uns besser schmeckt. Inoffiziell mögen da andere Dinge noch mit einer Rolle spielen, auf die ich jetzt aber hier auch nicht eingehen möchte. Und deshalb ist es so elementar wichtig, dass du dafür sorgst, dass du genügend Bitterstoffe zu dir nimmst. Und das Simpelste und Einfachste ist Wildkräuter und da insbesondere der Löwenzahn. Den kannst du ja einfach unterwegs dir, egal jetzt wo du wohnst, auch wenn du mitten in der Stadt wohnst, gibt es um die Ecke Wälder, Waldgebiete, Randgebiete, Wiesengebiete, wo du Löwenzahn sammeln kannst. Wenn das nur ein paar Blätter jeden Tag sind, das reicht auch schon. Weil der Unterschied zu Wildkräutern, wenn du dir da in der Richtung was nimmst aus der Natur, nicht nur, dass es die kostengünstigste Variante ist, sondern sie sind ganz frisch, sie sind unverarbeitet, haben noch die meisten Nährstoffe und sie wachsen einfach nur dort, wo sie optimalste Bodenverhältnisse auch wiederfinden. Das heißt, die Pflanze, die Wildpflanzen, die siedeln sich ja nur dort an, wo optimale Lebensbedingungen für sie sind. Das heißt, die Pflanze ist auch optimal versorgt mit allem und kann dir so eine optimale Versorgung für deinen Körper schenken. Und da ist Löwenzahn jetzt eine wunderbare Variante. Du kannst im Übrigen auch den Stängel holen und auch den essen, nicht nur die Blätter. Jetzt, wenn jetzt eine Prägung in der kommt, da ist doch so ein milchiger Ausfluss und das sind doch Milchgewächse. Nein, Löwenzahn ist da kein giftiges Milchgewächs in dem Sinne. Du kannst auch den Stängel beruhigt essen, ist kein Thema. Und dann kannst du hingehen im Herbst, Löwenzahnwurzel ausgraben. Kannst du auch jetzt schon, würde ich dir aber eher im Herbst empfehlen, wenn der Löwenzahn dabei ist, sich wieder zurückzuziehen, also zurückzubilden und immer wächst. Und in dem Moment, man kann da nicht genau sagen, das ist im Oktober der Fall oder Anfang November, das hängt immer ein bisschen mit unseren Wetterverhältnissen zusammen. Aber ab dem Moment, wo du den Löwenzahn, der Rest, der sich gerade am Zurückbilden ist, ganz frei, ohne Widerstand aus der Erde zurück rausziehen kannst, das ist dann der richtige Zeitpunkt. Und dann kannst du zum Beispiel diese Löwenzahnwurzel einfach so kauen. Hilft dir im Übrigen auch, wenn du dich ein bisschen von Zucker entwöhnen möchtest. Denn da sind so, so viel wertvolle Stoffe drin. Und durch das Kauen von dieser Löwenzahnwurzel, wenn du dann anschließend zum Beispiel etwas Süßes isst, das ist so, so extrem süß, dass du das gar nicht mehr magst dann. Das kann ich dir nebenbei auch schon mal mit auf den Weg geben. Und so kannst du dein Geschmacksverhalten im Hinblick auf süß auch noch mal ein bisschen auf ein anderes Level bringen, ja? Okay, du kannst die Löwenzahnwurzel natürlich auch trocknen. Und wenn sie richtig, richtig gut durchgetrocknet ist, in einen Blender machen und dir selbst zu Überwinter zum Beispiel einen Vorrat machen, Löwenzahnpulver von der Wurzel oder auch jetzt ein paar Blätter immer mehr sammeln und die einfach trocknen, zu Pulver verarbeiten und das Pulver dann zu dir nehmen oder es ins Salz machen, in gutes Himalaya-Salz, das auch am wenigsten belastet ist. Und so hast du dein eigenes Kräutersalz. Kannst du natürlich auch mit anderen Kräutern machen. Das mache ich auch. Ich habe immer eigenes Kräutersalz und immer auch einen Wintervorrat in der Richtung. Aber wir beschränken uns jetzt hier mal auf die Löwenzahnwurzel. Und ein zweites Kraut, Wildkraut, das du aber auch kennst, ohne Kräuterspezialist zu sein, das ist die Brennnessel. Denn die Brennnessel, die
ist auch die Entgiftungspflanze schlechthin. Die steht auch bei dir um die Ecke. Da einfach so die obersten Blätter zupfen. Wenn du im Übrigen mit der Pflanze Kontakt aufnimmst und achtsam die obersten Blätter abzupfst, dann brauchst du auch keine Angst zu haben, dass die Löwenzahn, dass die Brennnessel dich brennt, sondern mit einer Achtsamkeit. Vielleicht klingt es ein bisschen seltsam für deine Ohren jetzt, aber probier es einfach mal aus. Ansonsten nimm eine Schere mit, die obersten Blätter abzupfen und dann abspülen. Und dann kannst du sie in ein Küchentuch machen und mit so einem Nudelholz ein bisschen drüber gehen. Dann werden die letzten Brennhaare auch noch gebrochen und dann kannst du die einfach klein schnippeln, in Smoothie reinmachen oder einfach in einen Salat reinmachen. Ja? Und damit gibt natürlich auch Brennnesselpulver zu kaufen. Gibt es auch. Du kannst auch, was ich mache, ist, im Spätsommer ernte ich den Samen von den Brennnesseln, trockne den und habe so dann eben auch über den Winter den entsprechenden Vorrat an Brennnesselpulver. Und das kommt natürlich auch zusätzlich noch ins Salz rein, ins Kräutersalz. Also das sind so die simpelsten Dinge, wie du deinem Körper helfen kannst, zu entgiften in der Richtung Löwenzahn und Brennnessel. Und somit eben auch deine Zirbeldrüse aktivierst nochmal und lernst sie nochmal so mehr einzusetzen. Denn sie hilft dir ja ganz enorm dabei, wenn du dich auf den Weg zu deinem Herzen begibst, deinen Seelenplan entdecken und entfalten möchtest. Wir haben ja auch schon über die Bauchatmung gesprochen, um in deiner Wahrnehmung zu sein. Und sie hilft dir einfach auch Impulse zu bekommen. Wir haben schon mehrfach über die Geschenke des Universums gesprochen, über die Inspirationen, was das Universum dir ständig an Botschaften schickt. Und die empfängst du natürlich viel, viel einfacher und leichter, indem du deine Zirbeldrüse aktivierst und da ein bisschen unterstützt, dass es sich noch mal ein bisschen entfalten kann und zum Einsatz kommt. Okay? So, und jetzt kommen wir zur Atemtechnik. Ganz simpel und einfach, wie jedes andere Chakra auch, was du ja auch schon kennst, was wir schon gemeinsam gemacht haben, indem du dir einfach vorstellst, wie dein Atemstrom über deine Zirbeldrüse, über dein drittes Auge ein- und ausströmt. Und in dem Falle würde ich dir auch empfehlen, nicht nur die Augen zu schließen, sondern du kannst auch mit geschlossenen Augen deinen Blick so ein bisschen nach oben richten und dir vorstellen, wie du dieses Organ, diese Zirbeldrüse anschaust. Das hilft dir auch ein bisschen besser, sie wahrzunehmen. Du musst sie nicht unbedingt wahrnehmen. Wenn es so ist, ist es okay, aber wenn es nicht so ist, sei sicher, du hast trotzdem Kontakt dann zu deiner Zirbeldrüse aufgenommen. Okay, also mir hilft diese Vorstellung. Ich habe dann so das Gefühl, ich kann sie wahrnehmen, aber es muss auch nicht sein. Okay? Und dann stellst du dir einfach vor, wie dein Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Und das machen wir jetzt mal noch paar Mal gemeinsam, damit du einfach auch mal in der Richtung die Erfahrung hast, falls du das bislang noch nicht gemacht hast. Okay? Dann schließen wir jetzt gemeinsam die Augen, nehmen nochmal eine bequeme Sitzhaltung ein. Rücken sollte natürlich möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf die Oberschenkel legen. So wie um alles Gute aufzufangen. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und dann atme mal zwei, dreimal in deinem eigenen Rhythmus, gerne durch den Mund tief aus. Lass die Schultern sinken und lass dich in deinen Körper sinken. Lass dann deinen Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Richte dann deinen Kopf so ein bisschen nach oben. Gib mir deine Aufmerksamkeit zu deinem dritten Auge, zu deiner Zirbeldrüse. Gerne mit geschlossenen Augen auch den Blick in diese Richtung richten. Sehr gut. Und dann stell dir vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt. Einfach vorstellen, wie dein Atemstrom
über diesen Bereich deiner Zirbeldrüse ein- und wieder ausströmt. Gerne auch tief und genüsslich dir vorstellen, wie dein Atemstrom da ein- und ausströmt. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Sehr gut. Und dann setzen wir noch eins drauf, indem wir uns vorstellen, wie dunkelblaues Licht, Liebe und Lebensenergie über diesen Bereich einströmen. Und mit dem Ausströmen erlauben wir der Zirbeldrüse, deinem dritten Auge, sich mehr und mehr zu öffnen und zu aktivieren. Dunkelblaues Licht, Liebe und Lebensenergie strömen über diesen Bereich ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Mach das in deinem eigenen Rhythmus einige Male. Sehr gut, und ein letztes Mal. Und dann lade ich dich ein, nochmal einen bewussten Atemzug durch die Nase zu nehmen und mit dem Ausatmen deine Augen wieder zu öffnen und wieder ganz präsent im Hier und im Jetzt, hellwach, topfit und voll guter Energie nochmal zurückzukommen. Okay. Und das, meine Liebe, ist natürlich etwas, was du immer und immer wieder machen darfst, um deine Zirbeldrüse zu aktivieren, wie alles andere auch. Das ist nicht mit einem Mal getan, so wie es auch nicht mit einem Mal getan ist, einmal einen Glaubenssatz umzuformulieren. Das ist ein Training, das ist eine Übung, aber wenn du am Ball bleibst, dran bleibst, in deinem eigenen Rhythmus, du wirst merken, wie du so dir selbst, deinem Potenzial, deiner Stärke, deiner Kraft, deiner Energie immer besser und besser und rascher zu dir selbst findest und ganz, ganz wunderbare Erfahrungen machst, und zwar dahingehend, dass du selbst die Schöpferin deiner Lebenswirklichkeit bist und nicht nur das, sondern diese wunderbare Kraft und Energie auch ganz bewusst einsetzen kannst, um dir dein wunderbares, ja, Traumleben zu kreieren. Okay? Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag mit der Sonne im Herzen, auch im Außen mit der Sonne, zumindest bei uns im Saarland hier scheint sie heute Morgen ganz dolle. Und ich drücke dich ganz lieb, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen früh nochmal. Bis dahin. Ciao.